Heute geht es um ein Aufgebrauchvideo und zwar ist es eher so ein Mix. Ich war in den letzten Wochen bei DM, Müller und Aldi. Ja, Aldi, genau. Und da habe ich so einige Sachen geshoppt und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und schauen, was ich so alles ergattert habe. Und zwar habe ich gekauft bei Müller zweimal Corny. Nichts Spektakuläres, aber ich und meine Kids lieben Corny. Und zwar haben wir einmal Schokobanane geholt und das musste ich dann auch noch unbedingt mitnehmen, da ich Berlin so liebe, gab es so eine Limited Edition und zwar nennt sich diese Streets of Berlin. Kalter Hund. Und ich fand das so super süß, dass ich dachte, das muss jetzt mit. Ich weiß nicht, ob ihr das aktuell noch bei Müller findet. Ich selbst habe es noch nicht probiert. Ich fand es halt interessant, mal eine andere Richtung zu probieren. Und wie gesagt, erinnert mich halt sehr an Berlin. Noch was in der Tüte gesehen und zwar auch noch mal von Corny und zwar Nussvoll. Das ist mit Mandel und weißer Schokolade. Ist auch super, super lecker. Es sind halt, glaube ich, nur 4 Riegel da, aber das nehme ich auch ab und an mal mit. Das habe ich auch von Müller. Also sind es 3 Cornys. So, geht's dann weiter? Was geht's dann weiter? Ich mache jetzt einfach mal alles gemischt und sage euch ungefähr, woher ich es dann habe. Und zwar von DM habe ich eine Mundspülung. Die habe ich neu entdeckt. Ich finde es so cool, die ist so richtig lila. Fand ich die Farbe halt schön. Und da habe ich mir gedacht, ich werde diese Mundspülung einfach mal testen. Ist ohne Alkohol und hat einen Minzgeschmack. Jetzt habe ich noch aktuell die von Listerine und wenn die dann leer ist, werde ich die mal testen. So. Dann habe ich gar nicht, mit was ich eigentlich anfange oder weitermache. Und zwar von Far Honey Elixir habe ich auch beim DM. Das ist mit der Duftrichtung Gardinienblüten und Honigextrakte. Und, oh, das ist so ein super schöner Duft. So richtig, ja, warm, orientalisch, also ich liebe diesen Duft. Da habe ich auch die große Packung, gibt es auch eine etwas größere Packung. Das ist die mit 250 und dann dachte ich, gibt es die in 400 Milliliter. Ja, und das nehme ich mir dann immer gerne mal mit, da habe ich immer Vorrat davon. So, dann habe ich auch noch mal von Farm und zwar Joghurt, Duft der Mandel. Ja, und das riecht halt wirklich richtig, als ob man Joghurt essen würde.
So richtig, ja. Als ob man im Griechenland auf Urlaub wäre. So stelle ich mir das vor. Also ein ganz richtig schöner, frischer Duft. Müsst ihr auch mal dran schnuppern. Habe ich, wie gesagt, auch vom DM. Dann habe ich auch vom DM wieder ein Fahr-Männer-Duschgel. Und zwar ist das das Clean and Pur. Ist auch neu. Und riecht auch so richtig schön erfrischend. So wie ein Ice Cool Kick. Ja, das ist auch richtig schön. Wir haben es mal schon probiert. Und da es so toll war, habe ich mir jetzt wieder eins vom DM mitgenommen. Also nicht für mich, sondern für meine zwei Männer, mein Sohn und mein Mann. Die testen dann immer alles aus, was ich so kaufe. Und dann habe ich nochmal ein Fahr-Männer-Duschgel. Und zwar, das ist das Sport Energy Boost. Das riecht auch richtig toll. Auch richtig erfrischender Männerduft. Männerduft, genau. Vielleicht ein wenig herb, aber auch richtig toll. Das ist jetzt für Körper, Haar und Gesicht. Und ich sag halt immer, also ich gebe es halt gern meinen Sohn, wenn er schwimmen geht, mit. Oder man kann es auch, wenn man zum Sport geht, ist es auch danach, sich damit abzuduschen, auch richtig toll. So. Da habe ich noch ein Duschgel. Und zwar auch nochmal von Fahr. Das Oriental Moments Duft von Wüstenrose und Sandelholz. Also man riecht von der Rose jetzt, ja, jetzt nicht so viel. Ich sage eher, das Sandelholz kommt eher durch bei dieser Duftrichtung. Es riecht halt schön orientalisch. Ja, steht ja auch drauf. Duschcreme Oriental Moments. Das ist auch ein wunderschöner Duft. Ja, ich habe fast alles vom Fahr gekauft. Komisch, ne? Dann habe ich von Balea einen Duschschaum. Gentle Rose nennt sich das. Mit zartem Rosenduft. Für jede Haut. So sieht das aus. Super schöne Verpackung. Ich dachte, das wäre auch neu. Weiß es nicht. Oder etwas länger im Sortiment. Keine Ahnung. Ich habe gedacht. Ja, ich rieche jetzt leider nichts von der Rose. Ich kann es mal kurz mal aufsprühen. Ja. Richtig toll. So sieht das Ganze aus. Doch, man riecht schon die Rose. Ach so, ein schöner Rosenduft. Doch. Oh, Moment, Leute. Zählt ihr mich nicht? Ich brauche was zum Abwischen. Da freue ich mich, mich damit mal zu duschen. Dann auch noch mal ein Duschgel, und zwar, das ist auch von Balea, zum Oktoberfest. Da fand ich auch die Verpackung super, super süß. Und ich habe gesagt, ja, passt ja jetzt im Oktober, kommt das Oktoberfest, also warum auch nicht ein Duschgel davon? Was hat denn das? Das hat Orangenblüte und Vanillenduft. Oh! Ja. Da kommt die Orange definitiv eher durch. Da bin ich auch schon ganz gespannt, mich damit zu duschen.
Super süß die Verpackung, echt goldig. Dann habe ich entdeckt, und zwar von Balea, ein Winter Protect Shampoo. Das ist auch so eine Limited Edition. Seht ihr das? Ja, ich denke schon. Und zwar für strapaziertes Haar, schützt bei Kälte und trockene Heizungsluft ohne Silikone. Wintergestresstes Haar, trockene Kopfhaut. Habe ich mir gedacht, naja, nimmst mal eins mit und probierst es im Winter. Bevor es das nicht mehr gibt, habe ich gedacht, nehme ich gleich mit. Jetzt haben wir zwar Herbst, aber der Winter kommt bestimmt. Daher bin ich auch gespannt, dies im Winter zu testen. Ich kann mir das halt auch vorstellen, wenn man im Winter halt trockenes Haar hat, dürfte dieses Balea Shampoo vielleicht nicht schlecht sein. Auf jeden Fall hübsch, hübsche Aufmachung hat es ja. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen, da mit diesen Eiskristallen? Ich halte es da nochmal ran. Ansonsten könnt ihr euch das ja beim DM anschauen. So, dann habe ich mir von Balea ein erfrischendes Waschgel mit Lotusblütenextrakte geholt. Das ist für normale und Mischhaut. Das kenne ich jetzt noch nicht, aber ich bin jetzt da auch mal gespannt, das einfach mal auszuprobieren. Da kann ich jetzt halt nicht viel sagen. Anschließend nicht mehr weiß, was man hat. So. Dann habe ich bei Müller, genau, bei Müller, das war jetzt am Samstag, habe ich nochmal ein Duschdass. Und zwar anscheinend ist es neu. Steht zumindest so drauf. Und zwar ist das mit Felgen, mit Felgen, genau, die Autofelgen, ja. Nee, mit Feigen- und Rosenblütenduft. Da finde ich, kommt jetzt die Feige ziemlich heraus. Und da bin ich auch mal gespannt, diesmal zu testen. Das habe ich, wie gesagt, bei Müller. Ja. Genauso habe ich bei Müller Dusch das. Ein Männerduft wieder, und zwar das Neu. Das hat wirklich so ein, oh, das ist richtig intensiv, fast als ob man ein Parfüm drauf hat, finde ich. Duft hält auch richtig, richtig lange. Also ich selber habe es jetzt nicht getestet, aber ich rieche es ja, wenn mein Sohn und mein Mann damit duscht. Ein angenehmer Duft, nicht so aufdringlich, aber trotzdem angenehm. Das liebe ich sehr. Genau. Ist mit Zedernholzduft. So. Genau. Jetzt. Was machen wir denn jetzt? Hier habe ich noch ein Shampoo liegen. Ich habe entweder Shampoo jetzt gekauft oder Duschgels. Fällt mir so auf, wenn ich es mal ansehe. Und zwar von Balea. Das ist so eine Limited Edition. Und jeden Tag Shampoo Toffee Love. Da fand ich auch die Verpackung super, super, super süß mit diesen Herzchen. Und es riecht, also ich habe ja beim DM schon dran geschnüffelt. Nach Karamell. Also richtig karamelliger
Duft. So als ob man diese Sahnebonbons, diese, ja, dieses Karamell halt isst. Steht ja drauf mit Karamellduft, genau. Ist für jedes Haar geeignet, geschmeidig, gepflegtes Haar ohne Silikone. Habe ich mir gedacht, das muss ich mal mitnehmen und mal testen und mal schauen, ob mein Haar danach nach Karamell riecht. Ja, also bin ich echt gespannt. Die Verpackung hat mich schon mal umgehauen. So süß ist die. So, mit was geht's denn jetzt weiter? Was machen wir? Und da habe ich mir dann zwei Lippenpflegeprodukte gekauft. Und zwar einmal vom BB, ist neu. Das habe ich auch von Müller her. Und zwar 3 in 1 Repair Balm, Balsam soll das wahrscheinlich bedeuten. Beruhigt sofort, repariert und pflegt und schützt. Und meine Tochter halt hat im Winter oder jetzt auch die Zeit immer so aufgerissene Lippen. Und da habe ich mir gedacht, nimmst es mal mit, kannst es mal testen. Ist mit Sea Butter, Aloe Vera und Bienenwachs. Schützt vor Kälte und Wind. Und ich denke, das wird genau das Richtige für sie sein. Und ich selber habe mir dann von Balea, also der M, dann dieses geholt. Und zwar ist das Nude Kiss mit sanftem Farbschimmer. Ich kenne es jetzt wie gesagt nicht. Ich benutze halt Labellos und des Weiteren ziemlich wenig, aber das hat mich jetzt so angelacht, da habe ich gedacht, das nehme ich jetzt einfach mal mit und teste es. So. Dann habe ich mir, das war jetzt beim DM, genau, und zwar Kinder-Hustenbonbons. Sind da halt alle ein wenig erkältet. Gut, ist jetzt nicht wahrscheinlich, wird wahrscheinlich nicht so viel helfen. Aber den Kindern schmeckt es allein schon wegen dem Kirschgeschmack. Und da dachte ich, ja, okay, nimm mal jetzt auch mal mit. So, dann haben wir uns noch zwei Tees gekauft. Auch vom DM. Hm, seht ihr das? Ja. Oh, jetzt seht ihr mich nicht. Und zwar ist das von Marco Polo die Marke. Einmal Fencheltee. Und einmal Pfefferminztee. Das trinkt man dann auch, wenn wir erkältet sind. Trinke ich dann gern 1-2 Tassen davon oder auch mehrere. Ach, meine Kinder eher Fencheltee, ich mag eher Pfefferminztee. So. Dann natürlich auch was für meinen Hund. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo der ist, der Lennox. Und zwar sind das Knapperplätzchen, ist von der DM-Marke, ist alles Mögliche drin. Und da habe ich gedacht, das nehmen wir jetzt mal mit und freut sich dann bestimmt, wenn er mal lieb ist, kriegt er mal ein paar Plätzchen. Genau. Ist ohne Zuckerzusatz, mit Kalzium, der starke mit Kalzium, der starke Zähne und den Knochenbau unterstützen kann. Mit Vitamin A, D3 und E. Genau. Und braucht auch Vitamine. So. Dann habe ich von Denk mit, auch die DM-Marke, Geschirrreiniger, Multipower Cups. 12, da ist halt alles drin, da ist Reiniger, Klarspüler, Spezialsalz, Glasschutz, Silber- und Edelstahlglanz, Maschinenhygiene,
Power-Entkrustung, Silberschutz, Anti-T-Fleckenforme, Geruchsneutralisierung, Niedrigtemperaturensystem und extra Trockeneffekt. Also die kommen dann halt auch immer gerne mit. Natürlich nehme ich auch die von Kaufland oder was weiß der Geier. Jetzt war ich halt beim DM und dann sind halt diese in den Einkaufswagen mitgelandet. Dann natürlich, die müssen halt immer mit Allzwecktücher. Mit der Duftrichtung pure Frische. Sind wie gesagt schön, um schnell mal was wegzuwischen. So, jetzt ist schon fast mein ganzer Tisch voll. Dann ein Raumspray von Glee Brise. Ist das? Könnt ihr sehen? Ich denk's. Ich hoff's. Und zwar ist das mit Sandelholz und Jasmin. Wie gesagt. Toll. Ja, richtig schöner Duft. Ja. Gut, aber ich will es jetzt nicht ganz versprühen. Ja, man riecht's. Das Sandelholz richtig heraus. Jasmin jetzt nicht so, aber das Sandelholz. Dann habe ich bei Müller mir ein von Lutin, also Make-up geholt, von Catrice. Das HD Liquid Coverage. Da habe ich halt auch viel Gutes davon gehört, von dieser von Lutin. Normalerweise benutze ich ja Dior oder Urban Decay. Aber da ich so viel Positives über diese Fondotin gehört habe, habe ich mir gedacht, ich nehme sie jetzt mal mit und teste sie und mal schauen, wie es letztendlich ist. Ich habe mir die Farbrichtung Warm Beige oder Beige geholt in 040. Wie gesagt, mal schauen, wie es ist. So, dann habe ich von Evelyn Nagellackentferner geholt. Und zwar diesen finde ich sehr, sehr toll, super, macht die Arbeit, ist mit Mandelduft, Acetone frei, kann ich auch empfehlen. Wenig Geld, tolles Produkt. Dann habe ich von DM, genau, das war auch vom DM, und zwar von Essence, eine Mascara, Volume Stylist, Curl and Hold. Ich finde die Mascara, ich weiß nicht, seht ihr das? Oh Jesus, ich hoffe, man kann es sehen. Und zwar, ich finde die Mascara von Essence eigentlich, oder ich finde sie nicht schlecht. Die sehen toll aus. Ja, was soll ich sagen? Halten lange. Klumpert nicht, verklebt nicht. Und da habe ich gedacht, ich habe jetzt noch eine andere in Einsatz, auch von Essence. Und da habe ich gedacht, ah, probierst auch die, hört sich auch nicht schlecht an. Und da bin ich auch richtig gespannt, die mal zu testen. Dann gab es von Essence Take Me to the Ocean einen super süßen Pinsel. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Habe ich gedacht, die nimmst du jetzt einfach mal mit. Ich fand die Aufmachung so richtig süß. Und das ist ein Eyeshadow und Eyebrow Duo Brush ist das. Ich weiß gar nicht, wie viel es gekostet hat. Ich dachte 1,45 oder 1,95. Ist irgendwie auch von einer Limited Edition, also von Take Me to the Ocean. Da habe ich gedacht, naja, nimmst halt mal mit und testest. Von Pinsel kann man ja nicht genug haben. Finde ich zumindest. Genauso habe ich mir von Essence White Love
einen Lippenstift geholt und zwar in der Farbrichtung 02 Pink Candy oder so ähnlich. Ist so ein schöner, ja, schöner, was soll ich sagen, so geht etwas ins Lilane schon fast über. Wenn ihr das seht, ich habe es mal aufgetragen. So sieht das Ganze aus. Ich mag ja solche Töne. Habe ich mir gedacht, nimmst du jetzt auch mal mit. Ich glaube, es ist auch limitierte Edition, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Genau, das ist eine limitierte Edition, weil ich habe mir hiervon auch noch zwei super süße Nagellacks geholt. Oh, die sind so super süß. Da ist eine Schleife dran. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ja, super süß. Und zwar habe ich... wie gesagt, die sind von Essence, White Love. Und die Farbe? Ja. Wo ist denn die Farbe? Ah, das ist 03. Das ist so etwas lila Bärenton. Und zwar nennt sich das 03 Forever. Und das andere ist die 01 Amazing oder so ähnlich. Das ist so etwas eher ins Goldene schon fast rein. So metallic. Ich finde es super cool. Sind zwar klein, aber richtig süß. Und genauso von dieser Serie gab es ein Cupcake. Ach, das fand ich so niedlich. Das ist was für die Lippen. Aber so eine super süße Aufmachung. Oh, ich fände es fast zu schade, um es zu verbrauchen. Eieieiei. Das ist so ein Lippenbalsam. Ich hole es mal raus, wenn es raus will. Komm her, komm her. Komm. So. Mache ich es mal auf. Das riecht fruchtig. Kirsch vielleicht. So sieht's aus. Und das ist die Verpackung. Ist die nicht super süß? Oh, das ist so ein kleines winziges Teilchen. Aber sowas von süß. Ja, seht ihr das? Süß, gell? Genau. Und dann habe ich beim DM, genau, beim DM war's, und zwar diese tolle Pinselsets. In Unicorn, ein Unicorn-Look. Was sind sie? War fast alles ausverkauft beim DM. Ich bin da hingegangen, habe gesagt, was ist denn das Tolles? Und dann habe ich diese wunderschöne Pinsel gesehen. So sehen sie aus. Sieht man die? Ich zeige es euch nochmal. Ja. So. Ich hole mal jetzt einen raus. Oh, das ist so edel. So was von edel. Sieht die Aufmachung aus. Ja. Die Spitze vom Einhorn. Und ich fand das so super süß. Habe ich mir gleich ein ganzes Set geholt. Und zwar, das ist jetzt das Set. Also der Pinsel, den ich jetzt habe, ist ein Puderpinsel. Das ist das Puderpinsel gewesen. Dann gibt es davon auch noch Eyeshadow. Dann gibt es davon Eyeshadow Brush. Weiß nicht, seht ihr das? Und dann gibt es ein Alrond Brush. Das ist die Alrond Brush.
Ich glaube, ihr das seht. So sieht's aus. Also super süß. So wahnsinnig süß. Ja, da bin ich auch richtig gespannt, diese halt mal auszuprobieren. Ich finde, die sind weich. Oh, sehr, sehr weich. Sehr, sehr weich. Richtig weich. Angenehm weich. Angenehm fluffig. Ich könnte den ganzen Tag hier mit einem Pinsel rumlaufen oder von schwärmen. Oh, süß. Nee, gut, genau. Und das war's jetzt eigentlich auch schon. War mehr als genug. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht und wird mich auf jeden Fall... Nee. Sorry. Kurz bevor ich zu Ende mache. Und zwar, genau, vom Aldi. Und zwar habe ich die beim Aldi entdeckt. Und zwar, das ist ein Shampoo, genau. Ich glaube, das ist irgendwas auch limitiert. Boah, und dieser Duft, hammergeil, kann ich nur sagen. Sorry für den Ausdruck jetzt. Aber das kann man einfach nicht beschreiben. Der Duft, so richtig, als ob man Parfüm hat, habe ich so eine Vermutung. So riecht zumindest. Flasche hat, glaube ich, 1,99 oder 2,99 gekostet. Das nennt sich Abbott and Brome oder so. Mit 5 kostbaren Pflegeölen und Arganöl. Oil-in-Cream Shampoo nennt sich das. Also wenn ihr mal beim Aldi seid, dann müsst ihr unbedingt schauen, ob ihr dies noch findet. Da steht jetzt zwar nicht drauf. Doch. Das ist für extra beanspruchtvolles Haar. Also wie gesagt, da müsst ihr unbedingt mal danach riechen, wenn ihr das seht. Hammer Duft. Ich meine, ich bin jetzt nicht so, dass ich bei Aldi jetzt Jumbo kaufe. Aber wenn da mal irgendwie mal was limitiert ist und mir das gefällt, kommt es natürlich klar mit. Genau. So, das war's jetzt. Jetzt finito. Also, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, meine Lieben.